Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wir fahren gerade im Mercedes-Benz E200 Cabrio und es handelt sich hier um die 238er Baureihe vor Facelift und aus dem Baujahr 2018. Und hier ist klassischerweise noch das alte Lenkrad verbaut gewesen und hat hier ein kleines Upgrade bekommen auf die neueste Generation vom W223. Allerdings entgegen der letzten Videos, die ihr von uns gesehen habt, ohne die AMG Drive-Lean-Tasten. Der Kunde hat halt einen 200er und er dachte sich, ja, hier dieses mit dem Fahrprofil wechseln ist zwar geil, aber wenn ich hier keine Abgasklappen habe zum Schalten und keine Fahrwerksverstellung und so weiter, schockt halt alles nicht. Und nur für die Start-Stop und ESP-Taste hat er gesagt, ist ihm das zu schade, dann so ein teures Lenkrad nachzurüsten. Also hat er sich für die AMG Styling-Variante entschieden. Die haben wir euch auch schon mal gezeigt gehabt im SLS-Video damals. Das ist sozusagen das sportlichere Lenkrad von der aktuellen S-Generation, weil die gibt es ja auch in hässlich, würde ich es betiteln. Da haben die nur eine Speiche jeweils und so, das sieht ein bisschen Science-Fiction-mäßig aus. Er hat gesagt, er will die AMG Drive-Lean-Tasten sowieso nicht haben, daher passt das perfekt. Und ich finde, es gliedert sich hier auch echt optimal rein. Man muss halt dran denken, die E-Klasse gibt es ja als Mopf-Modell ja auch mit dem Lenkrad hier, wenn man kein AMG-Fahrzeug hat. Und dementsprechend ist das schon irgendwo berechtigt, dass man das hier halt einbauen kann, auch optischer Natur. Und ich finde, das passt hier auch super rein. So, wir haben hier links sozusagen die typischen Sachen für den Tacho und rechts das, was das Command betrifft. Links haben wir weiterhin halt die Menüelemente, dass wir hier durchscrollen können, wie gehabt, auch hier durch das Submenü wechseln. Dann können wir hier halt zurück oder halt in das Hauptmenü, das kennen wir auch, wie gehabt. Die Tempomat-Funktionen, die sind ohne Funktion, das haben wir euch ja schon mal erwähnt gehabt, dass das hier ohne Funktion ist und weiterhin am Lenkstockhebel verbleibt, weil sonst müsste man das ganze Mantelrohrmodul wechseln und das ist alles ein bisschen aufwendiger. Und natürlich kostenintensiver. Rechts steuern wir das Command, das heißt, wir können hier nach wie vor alles einstellen, können auch hier zurück ins Hauptmenü, was ein bisschen träge ist beim Zona 13er. Obwohl, da vielleicht einfach nochmal drücken. Ja, genau, können hier halt auch durch das Submenü wechseln. Dann haben wir hier unten die Sprachbedienelemente, also hier ist Sprachbedienung starten, Abbruch, auflegen, Telefonat annehmen, halt zurück zum Favoritenbildschirm und halt mit dem Lautstärkeregler. Das heißt, die Funktionen, die es vorher gab, sind alle geblieben. Und das, was jetzt halt hier am Lenkrad ohne Funktion ist, ist alles, was den Tempomaten betrifft, weil das weiterhin am Lenkschockhebel bleibt. Und damit das halt nicht das Einzige ist, was an dem Fahrzeug hier modifiziert wird, bevor er in den Winterschlaf geht. Sorry, die Räder, die jetzt drauf sind, im nächsten Sommer sind da deutlich größere drauf. Und das Fahrzeug wird wahrscheinlich bis dahin auch schon tiefer gelegt sein. Und hat jetzt entsprechend vorbereitsmäßig noch was anderes bekommen. Wir sind nämlich gerade im Eco-Modus unterwegs. Und es ist entsprechend leise, also sehr geräuscharm. Und wenn wir jetzt in den Komfortmodus wechseln, über den Agility Select Schalter, dann hören wir schon von hinten ganz dezent eine Tonnote, die dazukommt. Die erinnert an einen 43er AMG und das würdet ihr spätestens bestätigen, wenn ich einmal drauf latsche. Ja, hier ist ebenfalls das Active Sound Komplettset verbaut mit einem Aktuator, kein RSE, kein zweiter Lautsprecher und das passt trotzdem klanglich super gut rein. Also es ist trotzdem aggressiv genug und ich finde vor allem hier mit dem dynamischen Profil mit Pfeil 4 mega geil. Ja, man merkt aber, der Motor ist bisschen schwach auf der Brust. Na, als Beifahrer kann er schon ein bisschen drücken. Ja, das passt ja schon. Aber vor allem, wenn du unerwartet und dann unten heraus, da geht er gut. Okay, warte, ein bisschen mehr Drehzahl. Da geht ja, er gut. Doch. Doch, das geht gut. Der Sound passt auch dazu. Vor allem das Klangbild passt super geil, ne? Alter, das Ding fährt richtig geil. Das gefällt dir? Willst du haben? Ja.
Wechseln wir jetzt mal in den Sportmodus. Das Gute ist, hier, wir haben hier trotzdem 200er Motor, haben wir hier die Profile Eco Comfort Sport Sport Plus. Den hat er auch. Wir wechseln jetzt mal in den Sportmodus. Wir merken, das Getriebe schaltet sofort sportlicher. Das Missfire ist jetzt auch an, eben hatten wir es aus. Und das Klangbild erinnert halt an die 63er typisch, auch im dynamischen Profil. Vor allem mit dem Bass. Aber hier finde ich, hier wäre natürlich der RSE natürlich noch unterstützend gerade gewesen drumherum. Aber trotzdem, von unten heraus. Ich meinte ja schon, der ist halt so zum Cruisen richtig geil. Ja, ist auch, eigentlich Cabrio willst du ja auch nicht heizen, ne? Aber guck mal unten heraus. Oh. Boah, das ist kein E46. Aber ich finde von unten heraus so, oh, er hält den Gang aber echt lang. Von unten heraus finde ich das richtig geil. Der Übergang vom Schaltwechsel. Ja. Und ja, doch, oh mein Gott. So, einmal runterschalten. Oh, er schaltet auch echt schnell, ne? Ja. Das ist jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und jetzt runter. Das macht er geil. So, jetzt wechseln wir mal in den Sport Plus Modus, wo wir halt den Arm-Modus anhaben und er untenrum schon bollert. Man hört es halt sofort, ne? Also ich bin nicht so der Fan vom Arm-Modus, aber ich finde, es dröhnt nicht. Also es nervt hier nicht im Innenraum. Es ist zwar sehr, sehr laut und präsent, aber es ist kein Dröhnen. Es ist jetzt nicht eine nervige Frequenz von hinten, obwohl wir ein Cabrio fahren. Aber ansonsten, wenn man Arm-Modus mag, ist das so, wie du gesagt hast, zum Cruisen? Ja. Und dann hämmert er auch richtig, ne? Und dann runterschalten. Ich glaube, ich würde diesen Fall richtig fühlen auf der Landstraße. Wo man so zwischendurch mal wieder Geschwindigkeiten wechseln und dann, muss. Wenn du Last hältst und einfach mal. Genau. Dann noch Cabrio auf, Alter. Juhu, und dann schön Sommer und nicht minus 1 Grad, sondern am besten plus 20. Aber ist krass, ne? Guck mal, die Bäume haben alle jetzt schlagartig die Blätter verloren. Ja. Bis vorgestern waren die noch komplett grün. Ja, bis vorgestern hatten wir auch noch plus 8 Grad. Ja. So, das war der Sport Plus Modus, genau. Ah, das gefällt dir, ne? Ja, ist schon cool. Aber ich finde halt schade, dass er den Gang immer sofort. Also ist halt Sport Plus, ne? Aber wenn du so mit Last fährst. Ja, schon geil. Runterschalten. Und nochmal runterschalten. Ja. Aber ich bin immer noch der Sportfan, der Komfortfan, muss ich sagen. Weil, ich zeig dir, guck mal, das Anfahren. Du hörst sofort so. Weil der Klang ist einfach, der passt zu diesem Auto, weißt du? Wie jetzt hättest du einen Sportauspuff hier und dort da gefahren. Ja. Original zum Vierzylinder halt, ne? Ist schon geil. Genau, das war's auch schon vom E200 Cabriolet.
mit dem Active Sound komplett Set, mit einem Aktuator und dem neuen W223-E213 Facelift-Lenkrad. Mich würde interessieren, A, welches Klangbild hat euch am besten gefallen, also welches Profil, Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, und was ihr zu diesem Lenkrad sagt. Passt das hier perfekt rein? Es ist nur ein E200, ohne AMG-Driving-Tasten, völlig angebracht, designmäßig passend, oder findet ihr eher nicht, er hätte bei der alten Generation bleiben sollen? Ich freue mich über euer Feedback und bis zum nächsten Mal.